kriegt man wirklich den scheiß Panzer kaputt. Irgendwie muss er doch kaputt gehen. Aha. Geht dieser Dreckspanzer kaputt, Alter? Ist jetzt nicht wahr. Okay, irgendwie muss man die da tot kriegen. Irgendwie.
Da hat man echt keine Chance, irgendwie ranzukommen. Das ist echt assi. Ich hab echt null Ahnung, wie dieser Dreckspanzer zu kaputt geht, ey. Ah! Oh, ich dödel. Nein, habt ihr nicht. Wir haben es geschafft. Mit Ranger legt man sich nicht an. Nur nicht zu frech werden. Die sind noch immer stark. Lagebericht, Feldwebel. Oberst, die Verwundeten sind aus der Gefahrenzone und unterwegs zum Evakuierungspunkt. Gut gemacht. Neu formieren und bereit machen. Die werden es jetzt jeden Moment noch einmal probieren. Ja. Leppen, kommt ihr an die Schnischtrun? Nimm mal! Oh, ist auch noch heiß gelaufen. Alter, ist das ein Nest?
der Lady muss sterben. Oh, ich brauch wieder. Als hätten wir es geschafft. Nee, jetzt kommt noch was. Hör zu, Leute. Ich hatte gehofft, es würde nicht dazu kommen. Ist es aber. Scheiße. Die Einrichtung ist für die Sprengung verkabelt. Ich habe den Befehl in der Polis gegeben. Da wir jetzt D6 verloren haben, ist unsere einzige Option, es zu zerstören. Was zum Teufel ist das? Niemand lebt ewig. Scheiße, nicht schon wieder! Ja, das war dieser lange Panzer, der vor ein paar Level da in dieser riesengroßen Garage drinne stand. Sichert den Umkreis! Deckt die Ausgänge! Bleibt wachsam, Männer! Schonen Sie Ihre Stimme, Kirillov. Hier gibt es nur tote Spartaner. Ich fühle mich ein wenig wie Xerxes. Was für eine unverzeihliche Verschwendung von Männern und Ressourcen. So viele gute Soldaten sind tot. Und wofür? Für die Polisstation? Den Rat? Ach, nun ja. Alle wurden vom Feuer der Revolution gereinigt. Was für eine angenehme Überraschung, Oberst Miller. Oder was von Ihnen übrig ist. Artyom, es wird Zeit. Und wer ist das? Ah, der findige junge Mann. Sag mir, Artyom, Retter der Metro. Wo gehst du hin? Ah, haltet ihn auf! Boom. Hab keine Angst. Es gibt nichts, wovor du jetzt Angst haben müsstest. Unsere Feinde besiegt und die Metro gerettet. War mein Papa tapfer? Der tapferste von uns allen, denn er hatte nie Angst, sich mit Dingen zu befassen, die er nicht verstand. Und wo sind die Schwarzen hin, Mama? Weg, an einen sicheren Ort, aber sie haben versprochen, wiederzukommen. Winke, winke. Ja, damit wären wir durch mit Metro Last Light. Mein Fazit, das Spiel lässt sich auf alle Fälle sehr gut spielen. Die Atmosphäre ist sehr gut gelungen. Zwar frisst die Grafik recht gut, aber so allgemein die KI ist diesmal recht intelligent geworden. Und das Spiel macht auf alle Fälle Spaß und auf alle Fälle empfehlenswert. Dies war zwar das zweite Ende, es gibt noch ein anderes. Das ist das, was ich zwar noch nicht kenne.